So, ja, jetzt starten wir inhaltlich auch in unsere dritte Session und ich habe ja heute Morgen gesagt, wir wollen so gedanklich sozusagen den Prozess entlang gehen. Wir haben heute Morgen über Projektvorbereitung, Auswahl gesprochen, dann über die Frage, wie bilden wir eine gute Kultur, wie bilden wir ein gutes Team. Und eine weitere wichtige Säule ist heute Morgen ja auch schon angeklungen, ist das Thema rechtlicher Rahmen auf der einen Seite, also der Vertrag. Und da spielen verschiedene Themen eine große Rolle. Wir werden später uns mit dem Thema Haftung, Versicherung beschäftigen. Aber jetzt an der Stelle ein ganz zentrales Element, nämlich das Vergütungsmodell jetzt auf der Agenda. Und auch da haben wir uns sozusagen Unterstützung oder Erfahrung aus den USA geholt. Ich darf Ihnen jetzt ankündigen als nächsten Referenten James Pease. James Pease wird auch zunächst mal jetzt sozusagen, wir haben den Vortrag aufgezeichnet, das heißt, wir schauen uns den Vortrag jetzt gemeinsam an. Für ihn ist es auch noch relativ früh, nicht ganz so früh wie für David Amstutz. Auch er kommt aus Kalifornien. Er wird gleich selbst ein bisschen was zu seiner Person sagen, aber ich will es nochmal vielleicht einordnen. Ich glaube, man kann sagen, James ist wahrscheinlich auch in den USA einer derer, die wirklich größte Erfahrung mit IPD-Projekten haben. Er hat, ich glaube, eine Größenordnung von 20 Projekten in der Rolle als Bauherrnvertreter verantwortet, zu einem sehr, sehr großen Teil, überwiegend wirklich aus dem Gesundheitsbereich. Er war ganz viele Jahre bei dem Unternehmen Sutter Health. Sutter Health gehört, kann man sagen, zu den First Movern in den USA, war also eines der oder das erste Bauherrenunternehmen oder Bauherrenorganisation, die IPD zunächst ausprobiert haben und dann über viele, viele Jahre bis heute in ihren großen und komplexen Projekten anwenden. Da war er knapp 11 Jahre und hat dann 2019 einen beruflichen Wechsel gehabt zu University of California in San Francisco und verantwortet dort auch große Investitionsprojekte, insbesondere im Bereich eben der Gesundheitsimmobilien. Und einfach diese unglaubliche Erfahrung aus ganz vielen Vertragsverhandlungen, wo das Vergütungsmodell ja auch gestaltet wird, die wollten wir sozusagen Ihnen nicht vorenthalten. Und freue mich, dass ich Ihnen jetzt James Pease ankündigen kann. Und wir werden ihn dann gleich direkt im Anschluss noch für eine Q&A-Session bei uns haben. Mats ab. Hallo und herzlichen Dank, dass ich hier vortragen darf. Ich freue mich, dabei zu sein und ein bisschen von mir zu erzählen. Vielleicht stelle ich mich erst einmal kurz vor. Ich heiße James Pease. In der Planungs- und Baubranche bin ich seit etwa 20 Jahren und meine bisherigen Erfahrungen habe ich ausschließlich als Bauherrnvertreter bei Projekten im Gesundheitssektor gesammelt. Studiert habe ich Betriebswirtschaftslehre, in den Bausektor bin ich per Zufall geraten und in meiner Laufbahn habe ich schon mit den unterschiedlichsten Abwicklungsmodellen gearbeitet. Angefangen habe ich in einem Niedrigpreisumfeld. Wir haben unsere Projekte ausgeschrieben und das günstigste Angebot bekam den Zuschlag. Und eines der ersten Projekte, bei denen ich dabei war, wurde mit einem Jahr Verzug abgeschlossen. Und den letzten Teil des Umfangs hatten wir herausgenommen. Das war ein 4-Millionen-Dollar-Projekt. Für uns ging es um einen Claim von 2 Millionen Dollar und alle waren sich uneins. Später kam dann das Projekt oben links. Da ging es um ein großes Krankenhaus. Projektabwicklungsansatz war Construction Management at Risk mit garantiertem Maximalpreis. Wir haben dann an der Modellierung gearbeitet und ab da lief es deutlich besser. Trotzdem waren wir etwa ein Jahr über Termin und mit einem zweistelligen Millionenbetrag über Budget. Allerdings gab es damals auch andere Projekte, die Hunderte von Millionen Dollar über Budget lagen. Folglich wurde dieses Projekt als Erfolg gewertet. Als ich bei Sutter Health angefangen habe, habe ich über 10 Jahre lang Projekte mit integrierter Projektabwicklung gemacht. Und davon möchte ich heute auch erzählen. Es waren also 10 Jahre, die ich dort war und 20 Projekte, bei denen IPA eingesetzt wurde. Und bei jedem Einzelnen wurde irgendeine Art von Bonus ausgeschüttet.
Ich möchte gerne auf einiges davon eingehen, was ich dabei gelernt habe, welche Fehler ich gemacht habe, und das Bild unten rechts habe ich spaßhalber hereingenommen. Ich habe 3 Kinder und ich würde mir wünschen, dass sie die Baubranche als etwas Positives sehen, dass sie auch mal in diesen Bereich gehen. Zumindest in den USA ist die Baubranche derzeit aber kein sehr beliebter Sektor. Alle möchten etwas mit Technologie machen oder zumindest etwas anderes. Ich selbst fand die Arbeit im Bausektor aber immer ungemein bereichernd. Warum sollte uns das alles interessieren? Warum sollten wir Bauabläufe optimieren? Warum sollten wir uns mit Abwicklungsmodellen befassen? Es gibt ja viele Kennzahlen. Das hier stammt aus einem Bericht von McKinsey über die Baubranche. Und ich greife aus diesem Bericht von McKinsey nur einmal heraus, dass da steht, wenn wir Verschwendung am Bau eliminieren und effizienter arbeiten könnten, könnten wir davon zusätzliche Infrastruktur im Wert von 1,6 Billionen Dollar bauen, mit den Einsparungen alleine. Hier bietet sich also eine große Chance. Und im Gesundheitssektor ist das nicht anders. Das hier ist nur ein Beispiel aus den USA von einem Krankenhaus, das mit über 1 Milliarde über Budget und deutlich verspätet fertiggestellt wurde. Und nach der Fertigstellung stellte man dann fest, dass man gar nicht genügend Personal hatte, um es zu betreiben. Es war zu groß und es wäre zu teuer geworden, ausreichend Personal für das Krankenhaus einzustellen. Bei 1 Milliarde über Budget wird dieses Krankenhaus niemals rentabel arbeiten können. Sie werden es jetzt aber 50 Jahre lang betreiben müssen. So etwas befürchten wir, wenn wir mit derart großen Projekten starten. Bei Sutter Health haben wir eine lange Entwicklung durchlaufen und eine Menge Projekte. Dieses Modell hier wurde somit auch nicht über Nacht umgesetzt. Es war im Grunde eine 10 Jahre währende Reise, die auch oft ins Stocken kam und auf der Kurs auch immer mal wieder korrigiert werden musste. Ein kurzer Überblick. Sutter Health ist ein integrierter Gesundheitsversorger in Nordkalifornien. Damals hatte man 24 Krankenhäuser und über 300 Ambulanzen und ein 7 Milliarden Dollar schweres Investitionsprogramm. Der gesamte Gesundheitssektor in Kalifornien ist stark von Erdbeben geprägt. Das hier sind auch echte Bilder von 2 der stärksten Erdbeben in Kalifornien, in deren Nachgang die staatliche Behörde OSHPOD gegründet wurde, speziell um den Bau von Krankenhäusern zu regulieren. Und dort geht es sehr viel strikter zu als bei anderen Baubehörden. Für all unsere anderen Gebäude sind jeweils die bundesstaatlichen oder lokalen Behörden zuständig. Krankenhäuser hingegen müssen alle diese eine Einrichtung durchlaufen und dort wird alles geprüft. Alles hat genau so zu sein wie auf den Plänen. Man kann nichts mal eben vor Ort lösen. Mir ist es schon passiert, dass die Inspektoren sich einzelne Schachteln Schrauben angeschaut haben, um sicherzustellen, dass ich auch die richtigen Schrauben und nicht etwa andere verwende. Wir haben da also eine Behörde. Und dazu muss man wissen, dass der Bau sämtlicher neuen Krankenhäuser über diese Behörde laufen muss. Rechts auf dem Bild sehen wir allerdings, dass es auch seither noch zum Einsturz eines wichtigen Krankenhauses in Südkalifornien gekommen ist. Daher beschloss man, dass das nicht ausreichte und dass auch sämtliche Bestandskrankenhäuser im Bundesstaat Kalifornien saniert werden mussten. Und dadurch entstand ein Bauvolumen von 100 Milliarden Dollar in Kalifornien, so etwa in der Zeit von 2000 bis 2020. Und dann steht schon ein weiteres Datum an. Ab 2030 sind dann nämlich weitere Gebäude an der Reihe, die nicht ganz so schlimm beieinander sind wie diejenigen, die wir bis dahin schon optimiert haben. Als Sutter Health das Programm startete, wurden keine derart großen Projekte abgewickelt, denn was man auch lernen musste, war, dass es nahezu unmöglich ist, ein Krankenhaus im laufenden Betrieb zu ertüchtigen. In den meisten Fällen baut man letztlich ein neues Krankenhaus auf dem Parkplatz, verlegt die Patienten dorthin und nimmt das Gebäude dann entweder außer Betrieb oder wandelt es zur Nutzung als Büroflächen um. Vor IPA arbeitete man bei Sutter nach der Design-Bid-Build-Methode, wie links oben, und dann mit CM at Risk, mit Planungsunterstützung durch Partner. Und in Sachen Modellierung war es noch etwas ganz Neues, Building Information Modeling im Planungs- und Baubetrieb einzusetzen. Und ehrlich gesagt liefen diese Projekte nicht gut. Sie wurden sehr spät fertiggestellt. Am Projekt unten auf dem Bild war ich selbst beteiligt, das war ein Jahr verspätet etwa. Und es galt als Erfolg im Vergleich zum Projekt rechts oben, das etwa 3 Jahre Verspätung hatte und 300 Millionen Dollar über Budget war, je nachdem, welche Version des Budgets und Programms man heranzieht. Es liegt auf der Hand, dass man nicht losziehen und weitere 4 Milliarden Dollar an Projekten bauen kann mit einer derartigen Historie. Man kann sich aber vielleicht fragen, ob man so letztlich überhaupt überleben kann, ob man am Schluss nicht insolvent dastehen wird. Und das waren für Sutter die internen Beweggründe dafür, Berater an Bord zu holen. Es gab einen großen Branchenevent mit mehr als 200 Partnern aus der Planungs- und Baubranche und dort wurden diese 5 großen Konzepte vorgestellt. Es ging darum, Projektabwicklungssysteme und Verträge neu zu entwickeln,
die eine echte Zusammenarbeit ermöglichen und das Ganze gesamthaft optimieren würden, nicht nur einzelne Teile. Bei vielen unserer Ausschreibungen werden Projekte ja hochgradig aufgeteilt und Konflikte zwischen den Parteien verursacht. Das führt zu keinem Zusammenhalt. Wie kann man vom Gelernten Handlungen ableiten? Wie gelingt ein System von Rückmeldungen, in dem Leute tatsächlich von einem Problem lernen wollen und dann etwas umsetzen, damit es nicht erneut auftritt? Bei vielen Ausschreibungen ist es ja durchaus so, dass manche davon profitieren, wenn das gleiche Problem wieder und wieder auftritt. Das gilt nicht unbedingt für den Bauherrn, aber viele andere Personen bekommen in dem Fall mehr Geld. Wir müssen unsere Projekte als ein Netzwerk von Zusagen managen. Das heißt, Projekte werden ja eigentlich nicht nach Verträgen abgewickelt. Sie werden abgewickelt, indem tausende Menschen hunderttausende von kleinen Entscheidungen treffen, die zusammengenommen dann da draußen zur Umsetzung dessen werden, was man eigentlich bauen möchte. Meist managen wir aber nicht diesen Informationsfluss und dieses Netzwerk an Zusagen. Wir managen vielmehr einzelne Leistungsumfänge mit Verträgen und Vergaben. Und meiner Erfahrung nach und Ihrer sicher auch, funktioniert das nicht. Das System bricht zusammen. Und bei all dem müssen wir noch den Grad der Verbundenheit erhöhen. Das heißt, dass man sich wirklich auf die Kultur und auf den Aufbau von Teams konzentrieren sollte, die projektorientiert und nicht unternehmensorientiert sind. Wie machen wir aus einem Ich bin Elektroingenieur, ich bin Maschinenbauingenieur ein Ich bin der Maschinenbauingenieur für dieses Projekt und eben nicht für das einzelne Unternehmen, für das ich arbeite? Das ist nicht einfach. Man muss sein Leben lang daran arbeiten, diese Dinge gut hinzubekommen. Ich würde aber sagen, bei Sutter arbeitet man mit integrierter Projektabwicklung jetzt wirklich an einem Modell, das die Entstehung dieser Dinge fördert. Sie passieren nicht automatisch dadurch, aber es entsteht der Raum dafür. Kurz zu den Definitionen. Lean Design and Construction, da geht es um einen fertigungsbasierten Ansatz für die Projektabwicklung, im Grunde in Anlehnung an Toyota und andere. Integrierte Projektabwicklung, das hier ist die Definition der AIA. Ich sage immer, wie schafft man es, dass die richtigen Personen die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt aus den richtigen Gründen tun? Wenn einem das gelingt, dann hat man ein integriertes Projekt. Ich definiere das gerne in drei Schritten. Da ist der Vertrag, zu dem ich als nächstes komme. Da ist ein schlankes Betriebssystem, das heißt, es geht darum, im Rahmen des Vertrags die Art und Weise, wie man die meisten Prozesse handhabt, zu ändern. Und dann braucht man eine Kultur, in der die Menschen zusammenarbeiten wollen und bereit sind, schwierige Gespräche zu führen. Wenn man all das macht, werden die Beteiligten viel früher einbezogen. Statt zunächst die Planung abzuschließen und dann die Subunternehmer ins Boot zu holen, konzentrieren wir uns darauf, alle von Anfang an dazu zu holen. Wie schon gesagt, kann das bei CM at Risk häufig der Fall sein, aber ohne das nächste Stück, einen Vertrag mit einer gemeinsamen Ausrichtung, ist noch kein gutes Ergebnis garantiert. Und hier sprechen wir von einem Mehrparteienvertrag, bei dem der Bauherr, die Planer und die Ausführenden einen einzigen Vertrag unterschreiben, um das Projekt abzuwickeln. Das kann ein Dreiparteienvertrag mit drei Unterzeichnern sein und dann kommen weitere Partner über Beitrittsverträge dazu. Ich habe aber auch schon erlebt, dass 14 Unternehmen einen Mehrparteienvertrag unterzeichnen und dann zwar direkt vom Bauherrn bezahlt werden, aber das Projekt mit einem gemeinsamen Budget managen. Das hier ist ein Beispiel von einem Projekt, dem Sunnyvale-Projekt, an dem ich gearbeitet habe. Ein 160-Millionen-Dollar-Projekt, Baukosten von 112 Millionen. Und auch die weiteren Beispiele, die ich noch zeigen werde, stammen von diesem Projekt. Hier waren 11 Parteien dem Vertrag beigetreten und das Finanzielle erläutere ich gleich noch. Der große Unterschied zu CM at Risk oder Design Bid Build oder Projektausschreibungen besteht im Folgenden. Wenn die Parteien einen Vertrag für integrierte Projektabwicklung unterzeichnen, gibt es eine große Einschränkung mit Blick auf Änderungsaufträge. Es gibt nur wenige Dinge, für die das Team Änderungsaufträge bekommen kann. Zum Beispiel für nachträglich festgestellte Bedingungen vor Ort, die so nicht ersichtlich waren. Was aber nicht heißt, dass man sich nicht umschauen muss. Neue regulatorische Anforderungen, wenn der Bundesstaat oder das Land plötzlich ein Gesetz ändert, dann würde das einen Änderungsauftrag begründen. Handelt es sich aber um eine regelmäßig erfolgende Aktualisierung der Bauvorschriften, die schon 3 Jahre als Entwurf vorlag, zählt das nicht. Und dann das große Thema, die vom Bauherrn gewünschten Änderungen. Wenn der Bauherr beschließt, einen bestimmten Boden im Gebäude nun doch ausbauen zu lassen, ist das eindeutig eine Änderungsleistung. Nicht sehen wird man hier Fehler und Auslassungen, Mittel und Methoden, Fertigstellen der Planung,
All die Dinge, die bei vielen Projekten als Änderungsleistungen gelten, gelten hier nicht als solche. Das Team wird vergütet, aber es gibt nichts zusätzlich. Der Auftragswert erhöht sich nicht. Kommen wir dazu, wie man das Team finanziell gesehen gemeinsam ausrichtet. In den typischen Verträgen sind Planung und Bau ja kombiniert. Also Baukosten einschließlich der allgemeinen Geschäftskosten. Jede Partei schätzt ihre Kosten und diese werden aggregiert. Dazu kommt ein Puffer für Unvorhergesehenes vom Bauherrn und der Gewinn aller ist davon getrennt und unterliegt zu 100% dem Risiko. In manchen Verträgen spricht man dann vom ICL oder Incentive Compensation Layer. Und der unterliegt dem Projektrisiko. Liegen die Gesamtkosten unterhalb der Kosten plus Puffer, dann ergeben sich Kosteneinsparungen, die geteilt werden. Alle werden beteiligt. Werden die Kosten überschritten, verringern alle weiteren Kostenposten den Gewinn des Teams. Und ist der Gewinn komplett aufgezehrt, dann zahlt der Bauherr im Grunde den Selbstkostenpreis für die Fertigstellung. Bei dem Sunnyvale-Beispiel, das ich bereits erwähnt habe, geht es um ein Gebäude mit mehr als einem Hektar Büroflächen und Tiefgarage. $103 Millionen war die Kostenschätzung der zentralen Planer und Bauunternehmen bei diesem Auftrag. Der Bauherr stellte einen Puffer für Unvorhergesehenes von etwa 4,2 Millionen, das entsprach knapp 4%. Der aggregierte Gewinn des Teams lag bei 4,4 Millionen. Und ich habe festgestellt, dass das in der Regel etwa hinkommt. In der Regel hat man einen Puffer von 4-5% und 4-6% Gewinn. Aus Sicht des Bauherrn könnte man sagen, bei diesen Projekten gibt es einen Puffer von 10%, während er bei CM at Risk gewöhnlich bei 3% liegt und es viel mehr Gründe gibt, wegen derer das Team Änderungsaufträge auslösen kann. In diesem Fall ist der Puffer größer und es gibt weniger Möglichkeiten, ihn auszuschöpfen. Es sind also viele Faktoren zu bedenken, wenn man einen dieser Pläne aushandelt. Ich persönlich, ich schaue mir an, wie der Planungsstand ist. Je früher man sich festlegt, umso größer ist das Risiko für das Team, aber umso größer sind auch die Chancen, weil dann viele Entscheidungen noch nicht getroffen sind. Je mehr Entscheidungen bereits getroffen wurden, umso weniger Möglichkeiten wird man haben, den Leistungsumfang und die Kosten zu beeinflussen. Beim Puffer für Unvorhergesehenes sind 3% eher wenig, 6% würde ich sagen, sind eher am oberen Ende. Dann die Höhe des Gewinns, die dem Projektrisiko unterliegt, typisch sind derzeit 100%. Und das würde ich auch sehr empfehlen, denn bei allem anderen garantiert man dem Team einen Gewinn, unabhängig vom erreichten Ergebnis. Und dann der Chancen-Risiko-Ausgleich selbst. Da sollte man sich anschauen, falls Einsparungen erzielt werden, wie viel davon teilen wir unter uns auf? Teilen wir 10% auf? 90%? Gibt es ein Minimum? Das heißt, muss man zum Beispiel mindestens die Hälfte des Puffers einsparen, bevor man an den Einsparungen partizipieren kann? Ist das gestaffelt? Lässt man zum Beispiel 50% Einsparungen beim Puffer zu und wenn der Puffer allerdings überhaupt nicht genutzt werden muss, bekommt man die Hälfte davon. Zuzüglich bekommt man 80% von allen weiteren Einsparungen. Und soll es eine Deckelung geben? Hier geht es darum, sowohl den Bauherrn als auch das Team davor zu schützen, dass eine der Parteien bei der Schätzung massiv daneben liegt. Eines meiner Projekte wurde 30% unter Budget fertiggestellt, da wurde aber kein fünffacher Gewinn ausgezahlt. Wir hatten eine Obergrenze eingezogen und die maximale Zulage, die das Team erreichen konnte, war 50% zusätzlicher Gewinn. Alles darüber hinaus, wie auch vom Team vorab bestätigt, wäre vermutlich auf einen Fehler zurückzuführen gewesen. 100% von allem darüber ist wieder zurück an den Bauherrn geflossen. All diese Punkte sollte man bedenken, wenn man derartige Pläne verhandelt. Und dabei muss man ganzheitlich vorgehen. Man kann nicht erst eine Sache machen und dann die nächste. Und ich zeige auch mal ein paar Beispiele, was das bedeutet. Hier ging es um ein Kaltwasserprojekt, und zwar um dasjenige, das bei Abschluss 30% unter Budget war. Es ging um einen $30-Millionen-Vertrag. Gebaut haben wir das Ganze für etwa $2,1 Millionen. Bei den Rohranlagen war dem Sanitärinstallateur ein beträchtlicher Fehler unterlaufen. Unten sieht man den Risikopool. Jede Partei steuert ihren individuellen Gewinn bei. Das wird dann zum Gesamtrisikopool oder Gesamt-ICL aggregiert. In diesem Fall betrug der Gewinn 280.000 von den 3 Millionen. Der Puffer lag bei 3%, die Aufteilung war 50-50 und es gab keinen Mindestwert. Es gab also sofort einen Gewinn, aber den haben wir, wie gesagt, gedeckelt auf 50% zusätzlichen Gewinn.
Von jedem eingesparten Dollar gingen somit 48% an den Generalunternehmer und 30% an den Installateur. Wird das Budget überschritten, passiert genau das Gegenteil. Der Generalunternehmer steuert dann mehr bei, weil er einen größeren Anteil am Ganzen hat. Das hier gehört zum Sunnyvale-Projekt, das ich vorhin schon erwähnt habe. Der Bauleiter, Generalunternehmer, hatte hier einen sehr großen Anteil am Projekt, da er auch selbst ausführte, also Rahmenkonstruktionen, Trockenbau, Beton, Türrahmen, Beschläge. Damit waren einige der anderen Hauptgewerke raus aus dem Pool. Ich mag inzwischen Design und Build für die Haustechnik, weil die Fachplaner einen derart kleinen Anteil am Pool ausmachen, dass sie eigentlich gar nicht ins Gewicht fallen. Mir ist es lieber, es sind weniger Unternehmen mit einem jeweils größeren Anteil an Kontrolle. Hier geht es nur darum, zwei vergleichbare Projekte zu vergleichen mit ähnlicher Fläche und ähnlichen Zahlen. Links kleinerer Puffer, Aufteilung 50-50, kein Minimum, keine Deckelung. Auf der rechten Seite wollte das Team einen deutlich höheren Puffer. Die hatten sich nicht wohlgefühlt. Es gab demnach weniger Einsparungen für das Team, nur 40%, und ein Minimum von 150. Das heißt, sie mussten eine Einsparung von mindestens 150 erzielen. Wir hatten uns das so gedacht, dass wir 5% Puffer vorsehen, aber bei den ersten 1 oder 2% gibt es keine Einsparungen, wenn die nicht genutzt werden. Wenn noch mehr eingespart werden kann, fangen wir an aufzuteilen. Das sind also alles Punkte, die man einbeziehen kann, wenn man so etwas aushandelt. Als nächstes möchte ich gerne auf zwei Beispiele eingehen, die zeigen, wie es sich ganz praktisch auswirkt, wenn man so ein Team aufstellt. Hier haben wir wieder das Sunnyvale-Gebäude, eine Tiefgarage mit zwei Ebenen, rechts große Gründungspfähle und dann darüberliegend ein dreistöckiges Bürogebäude. Während der Bauarbeiten musste das Podiumdeck für die Betongarage gebaut werden, auf die das Gebäude gesetzt werden sollte. Und dafür war ein großer Zeitraum im Plan vorgesehen. Und das Team meinte dann, wenn wir dieses Podiumdeck loswerden und das Gebäude irgendwie ohne es bauen könnten, können wir 3 Monate im Zeitplan sparen. Bei anderen meiner Projekte, unter anderem einem im Nachgang zu diesem, hatte ich diese Folien sogar dabei und trotzdem wurde darauf beharrt, das könne man unmöglich so machen. Und das, obwohl ich Ihnen die Fotos gezeigt hatte. In einem solchen Umfeld ist es aber möglich, weil es für alle Vorteile hat. Man muss die Stahlkonstruktion verlängern, auf die Betonsäulen unten setzen, das Gebäude errichten und dann das Podium unten einziehen. Der Kran muss versetzt werden. In unserem Fall hätten wir ihn auf dem Podium platzieren wollen, um das Gebäude zu errichten. Ohne Podium mussten wir ihn in einer öffentlichen Straße aufbauen und dafür zunächst mit der Stadt verhandeln. Aber das haben wir hinbekommen und so sah das Ganze vor dem Podium aus. Die Säulen sind hochgezogen, das Gebäude wurde errichtet, damit konnte der Mieterausbau in den oberen Etagen starten und das Betonteam ergänzte unten dann das Podiumdeck. Und dann gab es eine Reihe von Dingen, mit denen wir so nicht gerechnet hatten. Zum einen bei der Stahlkonstruktion. Auf der rechten Seite, da gab es Stellen, an denen der Stahl auf das Podiumdeck hätte treffen sollen. Deshalb mussten wir schauen, wie man das Gebäude überhaupt ohne Podium errichten konnte. Den Stahl mussten wir dann verlängern bis zur darunterliegenden Ebene. Nachdem das aber fertig war, mussten die Stahlelemente gekürzt werden, weil die sich dann inmitten der Fahrgassen befanden. Und dann hatten wir noch Gradbalken und dank all dessen konnten wir den Stahlbau frühzeitig fertigstellen, die Gradbalken aus dem kritischen Pfad herausnehmen und den Bau vorantreiben. Und so konnten 10 Wochen im Zeitplan eingespart werden. Der Bauunternehmer zog das Enddatum dann tatsächlich auch vertraglich vor und legte sich darauf fest. Für den Statiker war das ein erheblicher Mehraufwand, aber alle machten mit, weil alle an den Kosteneinsparungen partizipieren konnten. Die Einsparungen durch die Verkürzung um 10 Wochen betrugen, meine ich, $500.000 pro Woche, etwas in der Größenordnung. Und das wurde auf das gesamte Team aufgeteilt. Und dafür gab es keinen Änderungsauftrag. Das Team sagt, gute Idee, jawohl, die Idee ist gut, wir machen das jetzt so, alle tragen ihren Teil bei, alle werden für die Arbeit bezahlt. Und niemand muss sich um Änderungsaufträge für alle kümmern. Und hier haben wir ein Beispiel, bei dem es nicht so gut gelaufen ist. Gleiches Projekt. Das ist das fertiggestellte Gebäude. Unten ist die Tiefgarage und am Dach sieht man eine Auskragung von knapp 2,5 Metern, die über den Rand hinübersteht und mehr als 1.000 vorgefertigte Stahlfachwerke. Die Lasten wurden vom Statiker berechnet und auf dieser Grundlage plante dann die ausführende Firma. Und dann wurde das alles angeliefert und dann folgte etwas, was sich offenbar Cribbing nennt, manuelle Tätigkeiten, mit denen die Fachwerkselemente dann noch untereinander verbunden werden. Und dann musste noch eine 2-reihige Sprinkleranlage untergebracht werden. Und ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie da drin je ein Feuer ausbrechen sollte, aber falls eben doch, wird es gelöscht.
Was war also das Problem? Unten links sieht man die Ziegelverblendung, die sich hochzieht am Gebäude. Der Winkel zwischen der Ziegelverblendung und dem Blech an der Dachunterseite sollte 90 Grad betragen. Dem war aber nicht so. Es waren eher 87 Grad, 86 Grad. Anders gesagt, das Dach ist nicht komplett eben. Irgendwas ist da los. Und dabei sieht man, dass die vollständige Last da noch gar nicht erreicht war. Auf der rechten Seite sieht man, wie die Dichtungshaut angebracht wurde und darüber dann eine Zinkverkleidung. Das heißt, das gesamte Gewicht war noch gar nicht angebracht und trotzdem hielt das nicht stand. Und das hier finde ich am besten. Man fragt danach beim Fachwerkshersteller und sagt, die Elemente halten nicht stand. Und der sagt dann, können wir nicht erklären. Kann ein Konstruktionsproblem sein, vielleicht aber auch nicht. Dafür liegt uns kein Nachweis vor. Für den Bauherrn, für den Team ist da nichts zu holen. Da deutet sich ein Rechtsstreit an. Meiner Erfahrung nach ist das der Anfang von einem Hin und Her zwischen den Parteien. Das Problem ist, dass die Elemente sich bereits durchbogen, bevor die Bemessungslasten erreicht waren. Und dann stellte sich aber heraus, dass die Bemessungslasten falsch berechnet und dass rundum Fehler gemacht worden waren. Man konnte sich nicht mal festlegen, ob das Problem nun ein Knicken, ein Rollen oder ein Verdrehen war. Ich kann gar nicht sagen, was das jeweils bedeutet. Die Lösung besteht jedenfalls darin, das Ding anzuheben, unten reinzuklettern, das Fachwerk manuell installieren. Das kostet Hunderttausende von Dollar, das zu beheben. Das war aber nicht das Problem des Bauherrn. Und so regelte das Team das Problem selbst. Es wurde dafür bezahlt. Im Grunde war das ein Schlag in Höhe von 210.000 Dollar, der das Team da traf. Und für den Bauherrn lagen die Kosten bei 140.000. Es ging keine Zeit verloren, es gab keine Änderungsaufträge, kein Schiedsverfahren. Das Team hat das einfach auf seine Kappe genommen und geregelt. Und das habe ich in der Form noch bei keinem anderen Vertragsabwicklungsmodell erlebt. Abschließend gesagt, dieses Beispiel zeigt, wenn alles gut läuft, profitieren alle im Team. Wenn etwas schief läuft, stärkt das das Team und alle halten zusammen. Denn wenn das Team keine Lösung findet, muss es Gewinneinbußen hinnehmen. Das motiviert. Und der Bauherr muss nicht derart hinterher sein wie bei CM at Risk oder bei einem per Ausschreibung vergebenen Projekt, wo dem Bauherrn im Prinzip als einziger Mann einer Lösung gelegen ist. Sutter liegt bei diesen Projekten, das heißt bei über 25 Projekten im Wert von etwa 4,1 Milliarden mit IPA netto 3% unter Budget. Ein Projekt war etwa 3 Millionen Dollar drüber bei einem 350 Millionen Dollar Programm. Und das lag daran, dass die für die Gebäudehülle zuständige Firma am Tiefpunkt der Finanzkrise insolvent wurde. Bei allen anderen Modellen hätte sich das erheblich schlimmer ausgewirkt. So konnte das Team reagieren und eine Lösung finden. Wie könnten jetzt also die nächsten Schritte für Sie aussehen? Wenn Sie dieses Modell umsetzen möchten und sich dafür entscheiden, werden Sie ein schlankes Betriebssystem einführen müssen, denn die Chancen-Risiken-Verteilung alleine ist noch keine Garantie, dass alles effizient laufen wird. Achten Sie auf die Kultur, schließen Sie Ihr Projekt ab, trinken Sie ein Bier zusammen und dann gehen Sie wieder zurück auf Start und machen es beim nächsten Mal noch besser und immer so weiter. Lösen Sie die Probleme. Und dann wollte ich Ihnen noch etwas mitgeben, das Sie bei dieser Veranstaltung noch öfter hören werden. Das Buch Lean Integrated Project Delivery Action Guide for Leaders haben wir ins Deutsche übersetzt. Das gibt es auf Amazon und die PDF-Version ist kostenlos verfügbar. Und auf leanipd.com finden Sie auch viele Vorträge und konkrete Informationen zu diesen Themen. Ja, und damit komme ich zum Schluss und bedanke mich nochmal ganz herzlich. Es war mir eine Freude, dabei zu sein und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Projekten. Ja, vielen herzlichen Dank. Thank you very much, James Pease. And I now hope that we have James live in our conference from California. Morning, can you hear me? Well, morning for me. Oh, good morning, James. Good to see you. Welcome to Berlin. Wonderful. Thanks for having me. So where are you right now? Are you in a beautiful hospital which you have built? You know, I'm taking the day off. I'm in downtown San Francisco, about to go out under the Golden Gate Bridge on a boat ride. Great. All right. James, I just showed the book which you mentioned at the end of your presentation. So we have it here. It really exists, and I extend your invitation to our audience that it is available. It is available
as a free download on the various websites we have, GLCI and the EPR Zentrum. And also, as you said, we have it as a print version. You can order it via Amazon. So, James, thank you again for waking up early and being here. I'm amazed and fascinated by your presentation again, because I think it gave us the opportunity to go deeper into the issue of how you shape the compensation model, which is a very important element. And I just have a quick look in our Q&A to see whether we have already questions from our audience. But maybe let me start with a question which I have. I think it is obvious that the point where you set the target cost in this model is a very important point during the process. And before you reach that point, obviously the participants, the partners, do not have the incentive yet, at least in terms of economical incentive, to work together in terms of that there is a difference of interest. There is no alignment up to that point. And I think what is interesting, and I know that many people ask this question when they deal with the IPD model. So how do you shape the process that you manage that the team and the owner really come together to have a commitment to a certain level of the target cost? James, please let me translate the question for our audience. So ich habe gerade die Frage gestellt an James Pies, eine Frage, die ganz zentral ist und immer wieder gestellt wird. Wie gelingt es eigentlich, den Punkt der gemeinsam verbindlichen Zielkosten zu treffen und zu finden? Denn bevor man diesen Punkt hat, greift das Vergütungsmodell ja noch nicht und das Anreizsystem. Und man mag eben einwenden, dass es bis dahin noch unterschiedliche Anreize, Incentives gibt. Die einen wollen möglichst hohe Zielkosten, der Bauherr möchte zumindest, dass sein Budget eingehalten wird. Diese Frage würde ich gerne mit James erörtern. All right, James. Okay, well, thank you for the question. I would say it starts when we start to bring the team on board. So when you're doing similar projects where you have good cost data, we will start when we put the team together of giving them what our target is, and we'll be very open about it. And the only real risk the team has at that point is to say, if we can't get to this number, we don't do the project. Once we have a team on board and we start working to the numbers, it's really about doing the due diligence, going through each company's numbers. They're all presented in a very open book fashion, and making sure that myself, the team, understands the basis of the cost estimates. And we go through a lot of trade-offs, showing the team that as the owner, we're willing to compromise on certain things and take options when they're presented. And all of that's to push towards whatever target makes the job go forward. So I'd say before they sign, the real leverage is to say, if we can't get there, we don't do the project. And you're absolutely right. My experience is, until you actually sign the target cost and put the profit at risk, the team is not at risk, and that you can feel the energy in the room the day after you sign the target cost. The culture of the team gets much more focused. So setting that target cost is a pivotal point on the project. All right, thank you. I will translate it. So die Antwort von James geht dahin. Also er bestätigt zunächst, dass das ein ganz neuralgischer Punkt im Projekt ist. Und er sagt jetzt eher aus seiner Erfahrung, also in einer Situation, wo der Bauherr selbst professionell ist, also sich mit auch Kostenkennwerten auskennt, gehen sie so ran, dass sie ihr Budget und die Zielkosten auch sehr, sehr früh transparent machen und offenlegen für das Team. Und letztlich ist der Anreiz, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Zielkosten tatsächlich dann gefunden werden, besteht lediglich darin, dass das Projekt
nicht durchgeführt werden kann, wenn dieses Ziel nicht erreicht wird. Er hat darüber hinaus darauf hingewiesen, wie wichtig das Thema Transparenz in diesem Prozess ist, dass also die Partner wirklich ihre Kostenkalkulation, ihre Ansätze offenlegen und darüber eben ein Dialog geführt wird, um dadurch eben auch wechselseitig sozusagen Vertrauen zu gewinnen in dem Prozess. Und hat zum Schluss noch gesagt, dass es tatsächlich so ist, dass man also aus seiner Erfahrung sehr deutlich spürt, dass wenn dieser Punkt erreicht ist und man die Zielkosten gemeinsam definiert hat und wie ich immer sage, sozusagen das Vergütungsmodell scharf geschaltet ist, dass dann nochmal eine ganz andere Energie sozusagen in das Team reinkommt. Und ich denke, das verwundert ja nicht. Wir haben ja über Kontext gesprochen, in dem Fall auch ökonomischer Kontext, der dann dazu führt, dass auch Verhalten sich verändert. Alright, James, I have here now two questions from our audience. The first question is, from what construction volume or what construction volumes in projects or when does IPD make sense basically? That is one question. Also die erste Frage ist, ab welcher Projektgröße macht aus seiner Sicht dieses Projektabwicklungsmodell Sinn? And the second question is, you mentioned that in one project, 14 companies have signed a single contract with the client. So who was responsible for the coordination of those 14 companies in the project? So die Frage ist, gerade wir haben ja gesehen, es gab Beispiele mit sehr vielen Mehrparteienvertragspartnern. Wer ist verantwortlich für die Koordination? So two questions, minimum size and coordination. Okay, great. So in my time at Sutter, the range of projects delivered with IPD went from the largest was about a $2 billion project, and the smallest was a $1.8 million project. I think there's a sweet spot somewhere between $10 million and $100 million to do the first project with the team, the first project for an owner. There's a lot to learn. Once a team has already used the model and is familiar, so you don't need a very long ramp up, you can go delivered a number of projects in the 5 million, 3 million, 2 million range. I'll let you answer that and then I'll answer the next one. Okay, thank you. Also die Antwort war, seine Erfahrung ist mit Projekten bis zu 2 Milliarden US-Dollar sozusagen bei der oberen Grenze und er hat auch schon ein Projekt erlebt mit 1,8 Millionen. Er sagt so, eine typische Größenordnung sind zwischen 10 und 100 Millionen und letztlich kann man sozusagen die These aufstellen, dass je vertrauter die Beteiligten und je erfahrener sie mit dem Modell sind, desto eher sich dann auch kleinere Projektvolumina sozusagen rechnen können, in Anführungsstrichen, weil man dann natürlich die Anlaufkosten, die Lernaufwendungen, die Transaktionskosten dann dadurch gering hält. All right. Okay, the second question. So with 14 companies, who's responsible for coordination? I believe in the contract language, the general contractor, the CM, they're hired and their role on the job is to facilitate the coordination. But the entire team is actually responsible for getting the coordination complete. So if you think, define it another way, who is responsible if the coordination is not done correctly, if the coordination is not done well? Well, it comes proportionately out of everyone's profit. So while there may be somebody on the general contractor, that's why they're there to facilitate it. The entire team owns the coordination because if it's not done well, the entire team essentially pays for the miscoordination. All right. James sagt, dass wenn zum Beispiel ein Generalunternehmer eingebunden ist oder auch ein Unternehmen, was Generalunternehmerkompetenz ist, dann kann man das sozusagen nutzen, um die Koordination zu unterstützen, also im Englischen facilitate, zu untermauern. Er sagt aber schon auch, dass eine Gesamtverantwortung für die Koordination bei Team ist. Und nach seiner Einschätzung ergibt sie sich auch daraus, dass letztlich alle Beteiligten durch das Vergütungsmodell ein Interesse haben, dass die Arbeiten gut miteinander koordiniert sind und dadurch eben ja, wenig Verschwendung entsteht oder entsprechend unnötige Aufwendungen vermieden werden.
ich denke, das ist uns allen bewusst, wir haben ja in Deutschland eine etwas weniger ausgeprägte Design- und Bildkultur. Insofern müssen wir natürlich auch unsere Modelle da entsprechend ausrichten auf die, auf das Profil der Unternehmen. Das als kleine Bemerkung von mir. All right, let me see. I have right now no questions from the audience, so I would add another question, which I would like to raise. We have discussed this in some conversations here, and the question is, you have, I have seen that in the US you have a number of projects where you include a general contractor or a lead designer as main, let's say as a core group, and then you have subcontractors who get involved along the way via a so-called joining agreement. So that would mean, in my understanding, that they are participants of the compensation model when they join the agreement. I hope that understanding is correct. And if that is so, how can you ensure that those subcontractors have enough trust in the target costs when they were not involved, let's say, in the same intensity or manner as the parties of the original contract? So that's the question. So Translation, ich habe die Frage gestellt, es gibt in den USA auch Modelle, wo sozusagen die Mehrparteienvertragspartner eine Kerngruppe sind, mit einem Generalunternehmer, Generalplaner und dann Nachunternehmer sozusagen entlang des Weges dann sich anschließen, das heißt diesem Vertrag beitreten und damit auch dann Teil des Vergütungsmodells werden, also ihre Gewinne mit in den gemeinsamen Topf legen. Und meine Frage ging dahin, wie gelingt es eigentlich, dass dann diese Unternehmer, die ja dann sukzessive erst reinkommen, Vertrauen gewinnen können in das ökonomische Modell oder in den Business Case? Okay, James. So generally, my experience, I usually have almost all, if not all of the partners on before the target cost is set. So you may not have everybody when you start working on the job. You may have your architect, your design team, a general contractor. Maybe you'll bring on one or two trades. I usually have had all of the trades on board. And if we added someone later, it was usually maybe one company, like maybe the framing company came on later. But say in general, if you were to add partners late, I think culturally, even if you have everyone early, people still spend more time looking at their own number and just trust that the general contractor or that the owner is paying attention to the total budget. I think we could do much better at that. A lot of my work with new teams is to try to get people to challenge each other and talk about each other's budget, because culturally, even with their profit at risk, they generally don't feel comfortable challenging other people's budgets. So that's to say, when a new partner comes on board, what I find is they're more interested in making sure that they have the right number for their scope. And for better or worse, they're trusting that the team has got their parts right. Okay, thank you. Ja, die Antwort, zwei Richtungen. Er sagt, zum einen ist es auch in diesen Modellen natürlich möglich und auch sinnvoll, diese Nachunternehmer sozusagen, auch wenn man sie sukzessive einbindet, es aber zu tun, bevor die Zielkosten definiert werden. Das hängt von der Frage ab, wann dieser Zeitpunkt ist. Er sagt aber auch, selbst wenn sie danach noch eingebunden werden, ist seine Erfahrung, dass sie natürlich sehr stark auf ihr eigenes Budget achten, aber auch dann ein gewisses Vertrauen sozusagen da ist in die Arbeit des Bauherrn, des Generalunternehmers, des Generalplaners, also diejenigen, die davor sozusagen daran mitgewirkt haben. Und ich würde jetzt persönlich sozusagen aus meiner Perspektive noch ergänzen, dass, beziehungsweise James hat es auch gesagt, dass es sozusagen eigentlich auch für das Kulturelle, für das Verständnis eigentlich sehr wichtig ist. Je früher das geschieht, desto besser für das Projekt. James, time is flying, so I have very
two brief questions from the audience, and then we can conclude here at this point. So one is maybe kind of a rhetorical question is, why shouldn't we deliver every project in an integrated manner? So that's one question from Klaus Hauser from BMW. And then another question is there a let's say minimum number of participants in a multi-party contracts where the model makes sense? So maybe you can translate the question. Thank you very much. So die Fragen, Sie sehen sie auch im Chat. Also warum sollte man nicht jedes Projekt integriert abwickeln und gibt es eine Mindestzahl an Partnern, damit es sinnvoll ist? All right. Okay, so I have found that the owner invests more money up front with integrated project delivery. So you have team members on board earlier. A lot of times you're investing in a model. If you're doing target value design, you're doing a lot of iterative budget updates. And so you're paying for all of that. So if the project doesn't have some complexity to it, you probably won't see a return on that investment. And also if the project is not very big or complex, you can generally get, there's not a lot of risk in it. So the team will generally work well together. So what I've found is on projects that are smaller or simpler, you know, we have a good feel for the project, that the initial upfront investment for IPD, you may not get back. Mm-hmm. There's also a lot of paperwork for tracking the cost reimbursable billings. So I think lump sum and more simple CM at risk with a guaranteed maximum price definitely still has a place. I'd recommend, you know, with partners that you trust, the contract for simple things is not as important. As the job gets bigger and has more partners, then I think IPD is the most reliable way to get projects, especially if you're doing a lot of projects, you're delivering a program. The only way to do that reliably is by aligning everyone's interests. All right, thank you. Bei der Antwort ist mir bewusst geworden, die Frage war wahrscheinlich gar nicht rhetorisch gemeint, denn James weist richtigerweise darauf hin, dass es natürlich den Aspekt gibt, dass wir bei IPD-Projekten ein höheres Investment am Anfang haben, das berühmte Frontloading. Also man hat mehr Aufwand, um das Team aufzusetzen, die Dinge sozusagen früher zu vertiefen. Er weist auch auf den gewissen Zusatzaufwand hin, den es ja gibt im Rahmen der Selbstkostenerstattung, Prüfung, Nachweisführung. Und deswegen eben der Hinweis, dass dieses Abwicklungsmodell dann Sinn macht, wenn wir eine größere Komplexität haben, eine größere Projektgröße, sodass eben dieses Investment dann auch, dass die Chance da ist sozusagen oder die Potenziale da sind, durch das bessere Management der Risiken sozusagen diese Investition dann auch wieder zurück zu erwirtschaften. Gut, aus Zeitgründen. Well. Yeah, James. What was the second question? Yeah, okay. Was there a second question? Yeah. Okay. Let's do that. Second question was, what is the minimum number of participants? Okay. So I don't know that there's a minimum number. I've seen projects delivered with just the architect and contractor in the pool. I think for something small that works. I generally recommend think about where's the most coordination. So if it's a project that has a lot of mechanical and plumbing, you would want those two partners on board. If there's not a lot of electrical, then maybe that trade doesn't need to be in the pool and they could be a traditional negotiation. You still hire them, but maybe they're on a lump sum. Usually the finished trades are on a lump sum because there's just not a lot of coordination between them. So I would say the minimum should be who are the parties that are going to, that there's a lot of risk if they don't coordinate their work? Okay, ja, die Antwort auf die Frage Mindestzahl, er sagt, das ist eigentlich am Ende entscheidend von den Anforderungen des Projekts, insbesondere wo ist ein großer Koordinierungsbedarf, was ist ein intensiver Leistungsanteil, also wenn ich einen hohen Technikanteil habe, dann
bei den mechanischen Gewerken, da sollte man die zum Beispiel einbinden, wenn das Thema Elektrik weniger relevant ist, dann wird man das vielleicht rauslassen. Ja, und am Ende letztlich zu entscheiden, aus den Projektanforderungen heraus, er sagt, er hat auch Projekte erlebt, wo in Anführungsstrichen nur die Objektplanung und ein Unternehmer eingebunden war, aber letztlich abhängig tatsächlich dort, wo besondere Komplexität, besondere Risiken sind, besonderer Koordinierungsaufwand. All right, James, thank you so much for contributing to our conference. Thank you very much for the conversations we had prior to today, and thank you for waking up early again. I would love to take the opportunity to again advertise your book. Die Übersetzung dieses Buchs ist von Antje Bold, die wir heute Morgen auch gesehen haben. Und ja, das legen wir Ihnen allen sehr ans Herz. James, what would you like to give us as a final advice to the German community from California? If you don't try something different, you won't get different results. And thank you very much. Dankeschön. Dankeschön. Er sagt, wenn wir nichts, also ich habe gefragt, was ist sein letzter Ratschlag? Er sagt, wenn wir nichts anderes ausprobieren, werden wir vielleicht auch keine anderen Ergebnisse bekommen, und bedankt sich dabei gewesen zu sein. Thank you, James. Greetings to everyone from the Lean community and the IPD community in California. Goodbye. Thank you. Bye-bye. See you soon, hopefully.